Herzlich willkommen zu Andis Garten zu Teil 2. Arbeiten im März und April. Viel Spaß beim Zuschauen und habt einen schönen Tag. Ja, die Tage waren sehr warm und ich war auch sehr mutig. Das ist jetzt die Vorbereitungen für mein Blumenbeet und ich habe schon die Dahlien drinne. Was, wie gesagt, sehr mutig war, weil wir hatten danach echt nochmal Frost und auch Schnee und Hagel. So 4 Tage am Stück. Also ich hoffe, sie haben es überlebt. Und es war ein Risiko von mir. Insgesamt habe ich 14 oder 15, nee, 15 Stück habe ich eingepflanzt. Und ja, ich hoffe, sie haben es überlebt. Und es gibt eine schöne Blumenpracht. Die Dahlien überwinter ich übrigens in meiner Werkstatt. Da kommen die im Herbst wieder raus in so eine Blumenkiste oder in einem Korb, wo luftig ist. Und dann decke ich die nicht ab, die bleiben offen. Und im Frühjahr pflanze ich die dann wieder neu, weil die sind frostempfindlich, sonst gehen sie mir kaputt. Und das Einpflanzen ist eigentlich auch ziemlich easy. Loch mache, Dünger rein und im späteren Verlauf des Jahres mache ich meistens nochmal ein bisschen Kompost obendrauf, damit die Düngerzugabe auch nochmal gegeben ist. Und das ist auch ganz gut so. Für dieses Jahr habe ich mich entschieden, mal Pflänzchen zu kaufen. Hier habe ich einmal Kohlsorten, einmal Blumenkohl und einmal Spitzkohl. Die werde ich jetzt zum Teil hier vorne ins Beet reinmachen. So. So, ich fange jetzt mit dem Blumenkohl mal an. Ja, das ist jetzt der Blumenkohl. Und dann fangen wir mal an. Den Dünger dürfen wir natürlich nicht vergessen. Wieder von meinen Pellets. In die äußere Reihe mache ich den Blumenkohl und in die Mitte mache ich Spitzkohl. Wie soll es auch anders sein? 3 Stück habe ich übrig von meinem Spitzkohl und die setze ich drüben bei die Zwiebel, wo nicht alles aufgegangen ist, mit dazu. So, bevor wir jetzt aber mit der Kartoffel weitermachen, kriege ich jetzt noch alle ein Schlückchen Wasser. Was haben wir hier? Also ich muss sagen, die Erdballen waren ganz schön trocken. Ich weiß nicht, wie die da im Baumarkt behandelt werden, aber das ist was anderes. Haben die schon noch mal Wasser. Hier machen wir wieder diese Großring drin. Herunterrum. Dann noch die drüben bei denen. 6 Stück. Einmal.
zweimal, dreimal, vier, fünf. Sechs, sieben, jetzt muss ich noch ein bisschen was Kohle. Da habe ich ja genug zur Auswahl. Zack. So, machen wir die Ecke hier auch zu. Zwiebel, Lauch, genau. Lauch kommt zwar auch noch, aber das sind jetzt Kohlarten. Und darüber kommen jetzt noch Kartoffeln rein. So, Kartoffel und mein Lochgerät hier. Also da ich dieses Jahr das eigentlich ein bisschen anders machen will, mache ich das dieses Jahr so. Ich mache jetzt ein Loch, schmeiße die Kartoffel drin, dann warte ich, bis sie ein bisschen gewachsen ist und dann häufel ich erst. Ich wollte das nämlich mal ausprobieren, weil ich habe nämlich immer das Problem, dass die Kartoffelknollen sich bei mir ziemlich weit oben im Damm bilden und nicht unten. Deshalb will ich das dieses Jahr jetzt mal so machen. So, und dann machen wir jetzt hier mal das Loch. Eins. Ja. So. Ein Loch. Weiter.
So, einmal Löcher gemacht. Jetzt machen wir mal die Kartoffeln rein. So, hier sind sie. Und die lege ich jetzt einfach hier rein. Zack. Immer Eikartoffeln in ein Loch. Die sind ja auch noch nicht vorgekeimt. Also da ist noch kein bisschen Keimung dran. Das dauert auch jetzt noch ein paar Tage. Ne? Aber ich sehe, hier könnte das Loch ein bisschen tiefer sein. Ich bin ja mal gespannt, wie das so wird mit den Kartoffeln dieses Jahr. Die Ausbeute vom letzten Jahr, da hatte ich hier drüben, wo jetzt die Winterzwiebel drin sind, hatte ich 2 Reihe und hier vorne auch 2 und war nicht so die Welt. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es dieses Jahr wird. Jetzt könnte ich da noch eine Reihe Lauch hinkriegen. Und dann war es das auch schon dieses Jahr. Drückt mir die Daumen, das wird was. So, die haben jetzt wieder kühleres Wetter angesagt. Und deshalb kommen jetzt auch wieder die Tagetes-Pflänzchen, wie ihr hier seht, mal wieder ins Gewächshaus. Und gießen müsste ich sie auch mal wieder. Erstmal Wasserhole. Im großen Fass ist noch ein bisschen was drin. Das soll noch reichen. So, nehme ich euch mal mit. So sieht das Ganze jetzt hier drin schon mal mittlerweile aus. Ja. Also, es gäbe ganz schön Gas, die Blümchen. Und auch meine Sonnenblume hier. Ja, alles da geht es. Und Kornblumen. Und hier unten habe ich eine ganze Palette mit Sonnenblumen. Ja, freue mich schon auf die Blütenpracht. So, wie ihr seht, habe ich ja hier schon ziemlich viel im Kompost und hier drüben die Sonnenblumen vom letzten Jahr. Und hier soll das dann rein. Das wird dann einmal gemischt mit dem. Und hier ist mein Pferdemist. Hm, schöne Anhänger voll, den ich dann da einfach untermischen werde. Und damit das nicht alles so lang dauert,
nehme ich euch jetzt ein bisschen flotti mit. Ciao. Ja, diese Aktion mache ich alle 2 bis 3 Jahre, um meinen Kompost aufzubessern, weil das ist der beste Dünger für einen Gärtner. Man nennt es auch Gärtners Gold. Und wenn man so nette Nachbarn hat, die Pferde haben, die auch froh sind, dass der Mist weg ist, bin ich auch gern bereit, rüber zu fahren und den Mist zu holen, weil die sind froh, dass er weg ist. Und ich kann gut Gebrauch. Hier hatte ich ja die Rasenkante praktisch von hier drüben hingelegt. Deshalb habe ich auch die Erde hier einfach wieder drauf gekippt, weil das ist ja nicht viel Kompost. Das ist ja die Rasenoberseite von dem ganzen Beet hier. Ja, und jetzt muss ich mit dem gespannt mal zurückfahren. Bin ja mal gespannt, ob das was wird. Hand. So, ist zu. Und dann wollen wir mal losdüsen. Ne? So, wir haben jetzt ca. Mitte April. Ja, Mitte April haben wir. Und jetzt will ich mal hier kurz nach meinem Gewächshaus gucken, wie es da drinnen so aussieht. Wie die Pflänzchen sich machen. Ich glaube, hier kriege ich gleich ein Problem. Boah, was ist das abgesackt? Boah. Also ich glaube, hier muss ich mal was mit den Brettern machen. Immer ich. So, wo stelle ich die denn jetzt hin? Dahin.
So. Ja, hier ist es irgendwie alles sehr nach unten gesackt. Aber warum? Es liegt hier hinten noch auf. Naja, lassen wir mal. Wir hoffen ja mal, dass die Pflanzen bald rauskommen. Haben sich ja bis jetzt schon schön gemacht. Ja. Bisschen Wasser muss ich jetzt wieder geben. Und dann würde ich hier die Gießkanne ummacht das mal. So, ich würde sagen, das reicht. Hier drüben. Oh ja, hier ist noch alles nass. Das lassen wir auch. So. Ja, ihr müsst noch ein paar Tage hier bleiben. Es soll noch mal Frost geben. Leider. Das sind jetzt meine Sonnenblumen, die habe ich jetzt schon zum Teil pikiert. Da noch ein bisschen Kohl. Und hier unten noch die ausgesäten Sonnenblumen, aber irgendwie kommt da nichts mehr. Sagen wir es mal so. Da kommt nichts mehr. Gar nicht gefilmt. Ja, das passiert, wenn man vergisst, die Kamera einzuschalten. Also ich habe den jetzt mal komplett abgespritzt hier. Ja. Und da muss ich noch mal, nehme ich euch wenigstens da kurz mit. Thank you.
letzten Video schon geschrieben. Es ist dicht, hier läuft nichts raus. Genauso soll es sein. So, Rasenmäher Bulldog ist gewaschen und mal sehen, was als nächstes dann kommt. Vielen Dank, dass ihr wieder bei dem Video zugeschaut habt. Lasst ein Like und ein Abo da, freut mich sehr und hilft mir auch. Bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag, euer Andi. Tschüss.